Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank Wemo 66F. 66 ist die Größe und F ist flacher Rückwandverdampfer. Flach wie hier oder fast, aber hier ist ein flaches Rückwandelement drin. Durch das habe ich hier kein Eisfach und durch das mehr Volumen. Wenn ihr den 66N anschaut, das verlinke ich in euch natürlich hier oben in der Endcard, der ist dann mit Eisfach. Die 1,5 Liter Flaschen gehen hier in die Türe rein, beziehungsweise hier könnte ich diese Glasplatte rausnehmen und dann hier auch die Flaschen reinstellen. Die Temperatureinstellung von diesem Schrank ist hier unten oder als Option, das sehen wir nachher im Katalog, gibt es diesen Digitalthermostat mit externer Leitung, dann kann ich den irgendwo montieren und ich sehe permanent die Temperatur auf dem Digitalthermostat. Hier Standard ist Band rechts, das heißt rechts sind die Türbandungen, Scharniere, aber ich könnte diesen Schrank umwandeln und durch das wäre dann Band links. Griff umsetzen, Scharniere umsetzen ist eigentlich kein Problem. Wir haben hier, die Türe ist verriegelt, ich habe hier den Riegel, der geht so auf und ich habe hier unten einen Riegel, den ich schieben kann und dann geht die Türe so zu, dass ich hier mit dem Finger reinfassen kann, wenn ihr den Kühlschrank nicht braucht, dass wir Lüftungsstellung haben, weil wenn der Kühlschrank im Nichtbetrieb zu ist, entwickeln sich so schöne Bakterienkulturen. Weiter vom Einbau her, wir regeln den zurück, gibt es die Möglichkeit, ich habe einen Einbaurahmen, dieser Einbaurahmen kommt hier drüber, oben anschrauben, auf der Seite anschrauben. Ich kann den bündig machen, so dass die Türe bündig vorsteht, oder ich setze den weiter nach hinten, dass die Türe vorsteht. Bündig vorsteht ist natürlich bündig, sie steht nicht vor. Was wir haben, ist nur der Griff, der hier ein Stück vorsteht. Zum Einbauen braucht man diesen Einbaurahmen nicht unbedingt. Ich kann auch, wenn ich hier ein Holzbrett habe vom Kasten und hier ein Holzbrett vom Kasten, kann ich hier mit einer Blechschraube oder einer Spanplattenschraube hier ins Gehäuse reinbohren. Wir haben hier 0,5 mm Blech, dann haben wir etwa 3 cm Polyurethan, also Isolationsstoff, und dann ein Kunststoff-Innengehäuse. Also ich kann hier ins Blechgehäuse reinschrauben, 2 Schrauben, eine unten oben und von der anderen Seite her, oder 4 Schrauben von der Seite, dann ziehe ich den Kühlschrank an die Wand. Einfach die Schrauben so lang, dass sie nicht innen reinschauen, außer ihr wollt noch irgendwie eine Wurst aufhängen, dann könnte man das so machen, empfiehlt sich aber nicht. Von der Technik her, wir haben hier ein BD35F. Dieser Kühlschrank-Kompressor ist Standard, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt mit der Standardsteuerung. Ich habe 12 Volt Anschluss. Ich kann hier anwählen von 12 oder 24 Volt. Das wird also automatisch umgeschaltet. Wir haben auch einen Unterspannungsschutz drin. Der Kompressor schaltet bei 10,5 Volt aus und kommt bei 12 Volt. Oder wenn ich hier zwischen der Klemme C und P, wie Paul oder Peter, eine Brücke mache, dann schaltet er aus bei 9,6 Volt und bei 11 Volt wieder ein. Das heißt, wenn ich eine Aufbaubatterie habe und nicht den Motor starten muss, könnte ich das machen, empfiehlt sich aber nicht, weil dann sind die Leitungen in der Regel zu dünn. Wir haben die Option,
statt diese Steuerung von Dampfers. Und ich habe dann das 230 Volt Kabel zusätzlich, also ein normaler Stecker 230 Volt. Und so habe ich eine Vorrangschaltung. Ich kann also das 12 Volt an die Batterie anschließen und 230 Volt auf Landanschluss, nicht über den Wechselrichter. Also das rentiert sich nicht. Und dann habe ich den Betrieb vorrangig auf 230 Volt. Ja, sonst gibt es zu diesem Kühlschrank nicht viel zu sagen. Wir haben eben den 66N, den verlinke ich euch hier oben. Dann der mit dem externen Kühlaggregat, den verlinke ich euch hier oben. Und ich mache euch noch ein Video vom Umbanden, wie man solch einen Kühlschrank die Türscharnier wechselt. Und dann gibt es hier noch ein Video, wie man das Türblatt wechselt. Hier am Kühlschrank kann man statt schwarz etwas anderes reinschieben. Ja, und sonst muss ich euch sagen, weitere Daten findet ihr natürlich im Katalog drin. Das verlinke ich euch unten und ich wünsche euch einen schönen Tag.